In den goldenen 20ern stießen zwei Welten zusammen. Die ländliche und traditionelle des Südens und die städtische und industrielle des Nordens. Amerika war in Bewegung. Plattenfirmen schickten Scouts quer durch die Vereinigten Staaten auf der Suche nach neuen Künstlern und Klängen. Sie reisten in entlegene Gegenden, ließen Tausende von ganz normalen Amerikanern vorspielen und veröffentlichten ihre Musik auf Schallplatten. Zum ersten Mal bekam Amerika sich selbst zu hören. Die Künstler, die sie entdeckten, prägten unsere Welt. Die Bergkette der Appalachen war zur Zeit der ersten britischen Kolonien Amerikas Westgrenze. Jahrhundertelang bewahrten und entwickelten die isolierten ländlichen Gemeinschaften hier ihre eigenen Dialekte und Bräuche und ihre Musik. Die Bergbewohner waren arme Schlucker, hatten aber reiche Traditionen. Und das galt ganz besonders für die Gründer der modernen Country-Musik, die Carter Family. Ich heiße Dale Jett und bin der Enkel von A.P. und Sarah Carter. Und jetzt gerade sitze ich auf der Veranda meiner Großtante Maybelle Carter. Diese Gegend war schon das Poor Valley, seit ich mich erinnern kann. Und ich bin am knappen Kilometer Entfernung groß geworden. Wie der Name schon sagt, ist das eine arme Gegend. Hier gibt es nicht viel Arbeit. Und die Landschaft ist ganz schön schroff. Berglandwirtschaft ist so ziemlich das Einzige, was man hier machen kann. Ob es uns gefällt oder nicht, wir befinden uns in den von Armut geplagten Appalachen, wie es oft heißt. Und das stimmt eben. Die großen Veranden in der Gegend hier eignen sich aber dazu, einfach abzuhängen und Musik zu machen. Und für mich ist Musik das Wichtigste, was das Poor Valley je hervorgebracht hat. Die Bergbewohner haben schon immer zusammen gesungen und gespielt, aber A.P. Carter machte aus dieser Familienmusik eine populäre Stilrichtung und eine landesweite Karriere. Wie jeder große Country-Song fing alles mit einer Liebesgeschichte an. Clinch Mountain ist ungefähr 1000 Meter hoch und mein Großvater A.P. verkaufte in der Gegend Obstbäume. Eines Abends lief er durchs Tal und hörte den schönsten Gesang, den er je gehört hatte, einfach die Stimme eines Engels. Sie zog ihm förmlich den Hügel hoch und da sah er Sarah. Sie saß auf der Veranda und AP blieb da drüben stehen. Er fragte sie nach ihrem Namen, weil Tante Sarah so schön war. Sie war eine bildschöne Frau. Sie hatte diese fantastische Stimme und er verliebte sich auf der Stelle in sie. Sarah verkaufte eigentlich Porzellan, per Post bestelltes Geschirr. Und AP kaufte so viel, wie er sich nur leisten konnte. Einfach, um bei ihr gut angesehen zu sein. Ihre Stimme war einfach himmlisch. Alle merkten das. Wenn sie Publikum haben wollte, musste sie sich nur auf eine Veranda stellen und anfangen zu singen. Er verehrte sie von dem Augenblick an, wo er sie im Tal auf der anderen Seite vom Berg singen hörte. Und ich glaube, er hat sie bis zuletzt geliebt. AP und Sarah heirateten, gründeten eine Familie und sangen zusammen mit Sarahs halbwüchsige Cousine Maybelle.
Tante Mabel war der gütigste, liebste Mensch auf der Welt und einer der begabtesten. Sie war Musikerin und eine wunderbare Autofahrerin. Sie konnte einfach alles. Ich glaube, das Gitarrespielen hat sie sich mit 6 Jahren beigebracht. Es gab nicht viel zu tun, also griff sie nach einem Instrument und fing an zu spielen. Es fiel ihr leicht, sie musste sich überhaupt nicht anstrengen. Die Musik lag ihr einfach. Sie hatten praktisch keine Vorbilder. In Poor Valley gab es ja keine Plattenspieler. Es gab kein Radio, kein Fernsehen. Beeinflussen konnten sie nur Verwandte und Freunde, die in der Nachbarschaft lebten, die man live und aus erster Hand hörte. Die Carter Family musizierte nur zu Hause und bei kleinen örtlichen Zusammenkünften. Aber schon bald sollte die große, weite Welt außerhalb von Poor Valley anklopfen. 30 Jahre lang hatten die Plattenfirmen ihre Musik in erster Linie an die Mittelschicht in den Städten vermarktet. Mitte der 20er Jahre wanderte diese Hörerschaft aber zur neuen Technologie des Radios ab. Als der Absatz einbrach, wandten sich die Plattenmacher an Landbewohner und neue ethnische Gruppen, die von den überregionalen Radiosendern ignoriert wurden. Sie schickten Aufnahmeteams in den Süden und suchten mit Inseraten nach Musikern, die vorspielen wollten. Das war ungefähr 1927, als wir uns das erste Mal auf den Weg machten. Wir entschieden, meinetwegen in Johnson City in Tennessee aufzunehmen. Das kam dann in die Zeitung und sprach sich in Kirchen und Schulen herum, dass da jemand hinkam und Aufnahmen für Schallplatten machte. Die Menschen kamen aus bis zu 1500 Kilometer Entfernung angereist. Keine Ahnung, wie sie dahin und wieder zurückkamen. Sie wollten nie Geld haben. Sie stellten überhaupt keine Bedingungen. Sie waren einfach nur glücklich, wenn sie singen und musizieren konnten. Sie hatten eine Schallplatte gemacht und für sie war das fast so viel wert, wie plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Aufnahmesessions vor Ort, organisiert von Produzenten wie Frank Walker, machten Amerikaner aus allen sozialen Schichten unsterblich. Die Victor Talking Machine Company stellte Ralph Peer ein, einen Mann mit ausgewiesener Erfolgsbilanz, um neue Talente zu finden und zu entwickeln. Peers bahnbrechende Aufnahmen enthielten bereits den ersten Hit für ein afroamerikanisches Publikum, den ersten Hit eines weißen Country-Musikers und den wichtigsten Künstler in der Geschichte des Jazz. Er war der Mann, der Blitze auf Flaschen ziehen kann. Ich habe einen Lieblingssatz. Die Kunst besteht darin, dort zu sein, wo der Blitz als nächstes einschlägt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ermitteln kann, aber es ist mir immer wieder gelungen. Ralph Peer nahm die Musik der arbeitenden Bevölkerung auf. Er arbeitete mit dem revolutionären neuen Western Electric Recording System, mit dem sich erstmals der wahre Klang von Stimmen und Instrumenten einfangen ließ. Das war der Beginn der modernen Tonaufzeichnung. Das Großartige an Amerika ist, hier schuftet sich jemand in einer Garage oder einem Keller ab und erfindet etwas Unglaubliches für die Kultur, was das Leben von jedem verändert, der sich auf die Erfahrung einlässt. Dann muss man herausfinden, wie man damit Geld verdienen kann. Und an dem Punkt wird die Sache richtig interessant. Denn sobald man versucht, mit einem bestimmten Format Geld zu verdienen, kommt es zu allen möglichen glücklichen Zufällen. Und auf die Weise konnten wir durch puren Zufall all diese unglaublichen Künstler aufnehmen, deren Musik sonst nie im Leben auf Platte gekommen wäre.
Im Sommer 1927 reiste Peer nach Bristol in Tennessee und baute seine Aufnahmegeräte im leeren Lagerhaus der Taylor Christian Head Company auf. Er lancierte einen Artikel in der Lokalzeitung und lockte Musiker zum Vorspielen an. Das hier ist eine Ausgabe des Bristol News Bulletin vom 27. Juli 1927, was ganz am Anfang der Bristol Sessions war. Und das war eine typische Methode, mit der mein Vater Ralph Speer neue Talente suchte. In dem Artikel heißt es: Aufzeichnung von Mountain Songs durch die Victor Company. Heute Morgen traten Ernest Stoneman und seine Begleiter aus Galax, Virginia auf und spielten und sangen ins Mikrofon. Stoneman erhielt $100 und jeder seiner Begleiter 25. Letztes Jahr bekam er von der Plattengesellschaft $3,600 als einen Anteil der Erlöse aus seinen Songs. Das war damals sehr viel Geld. Und glauben Sie mir, viele Leute mit Talent sagten sich: Mensch, das muss ich auch mal ausprobieren. Nach dem, was da stand, konnte man zum Millionär werden, wenn man nur das C auf dem Klavier traf. Die Nachricht von Peers Sessions lockte Dutzende von Interpreten nach Bristol. J.P. Nestor aus Galax, Virginia. Ernest Phipps und seine Holiness Singers aus Corbin, Kentucky. Und einen ehrgeizigen Sänger, der aus Asheville, North Carolina, quer durch die Smoky Mountains fuhr. Sein Name war Jimmy Rogers. Jimmy Rogers führte eine neue Bluesnote in die Country-Musik ein. Die tiefen traditionellen Wurzeln des Country werden aber bis in alle Ewigkeit mit einer anderen Gruppe verbunden, die bei den Bristol Sessions auftauchte. Eines Tages war AP in Bristol gewesen und hatte von diesem Ralph Peer gehört, der neue Talente suchte. Und er bestand natürlich darauf, dahin zu fahren. Die anderen meinten: Ach, das ist so weit weg, das haben wir doch nicht nötig und da wird doch nie was draus. Aber er setzte sich durch. Es war sehr schwierig, das Sarah und Maybell zu verkaufen. Wir machen Aufnahmen in Bristol, weil es eine weite Reise war und er ihnen gut zureden musste. Maybell war mit Helen schwanger. Onkel Eck wollte sie nicht fahren lassen, weil sie schon im 9. Monat war. Und Sarah hatte Joe, der noch gestillt wurde. Aber AP blieb hartnäckig. Sie brauchten einen ganzen Tag für die Fahrt von hier nach Bristol. Sie mussten Bäche, den Fluss durchqueren und waren in einem Model T unterwegs, das ständig Reifenpannen hatte. Die Straßen waren schlammig, es gab da noch nicht mal Schotterstraßen. Das waren alles nur Matschwege. Sie wollten aber um jeden Preis dahin und Tante Maybell im 9. Monat fühlte sich alles andere als wohl und dachte bei jedem Schlagloch: Bekomme ich das Baby jetzt hier auf der Straße? Sie erzählten später, als sie an dem Tag zum Studio kamen, nahmen sie den Hintereingang, weil sie sich ihre Kleidung schämten. Sie hatten keine Bühnengarderobe. Mit sowas kannten sie sich überhaupt nicht aus. Sie kamen zu der Aufnahme und brachten Kinder mit, die in Lumpen herumliefen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau schon bei der ersten Testaufnahme. Als ich Sarahs Stimme hörte, war es um mich geschehen. Alles andere habe ich drumherum gebaut. Und die ersten Aufnahmen beruhten alle auf dieser Grundlage. One I love. When shall I see him? Oh, no, never till I meet.
Meine erste Aufnahme fand am 2. August 1927 statt. Die Musik wurde einfach in irgendeinem alten Haus aufgezeichnet. Das war nicht mal ein richtiges Studio, bloß ein altes Lagerhaus. Mitgeschnitten wurde auf einer großen Wachsscheibe. Und wenn man einen Fehler machte, musste das abgeschabt werden. Man konnte das nicht einfach löschen, wie bei einem Tonband. Und sehr oft hätten wir das auch machen sollen, aber wir haben es einfach nicht gemacht. Dann wurde die Platte eben mit dem Fehler drauf veröffentlicht. Er sagte, na dann hören die Leute erst recht zu, die wollen doch wissen, was als nächstes kommt. Wir haben wahnsinnig Glück gehabt, dass diese Künstler vom Lande in den 20er und 30er Jahren aufgezeichnet wurden. Die hätten nie im Leben Platten gemacht, wenn die Firmen den Leuten auf dem Land nicht genau diese Musik hätten verkaufen wollen. Und viele dieser Songs haben wirklich die Welt verändert. Sie haben die Musik verändert, die Populärmusik auf der ganzen Welt. Die Platten der Carter Family sind Schätze, die bis heute von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn man das Glück hat und gut erhaltene 78er der Carter Family besitzt, puh, die gibt man dann mit Uromas Victrola Grammophon weiter. Natürlich mit unbenutzten Originalnadeln. Das ist einfach unvorstellbar. Die waren wahnsinnig populär und einfach die tragende Säule aller Country- oder Oldtimer-Musik. Nach den ersten Aufnahmen in Bristol machten sie Aufnahmen an 12 Orten. Camden, New Jersey, New York City, Memphis, Louisville, Charlotte, Atlanta. Insgesamt nahmen sie 326 Songs auf. Ich bin mit all ihren Songs aufgewachsen und ich bin mein Leben lang ihr Fan geblieben. Mutter Maybelle und die Carter Family, die waren die Grundlage und der Ausgangspunkt einer ganzen Reihe großer Künstler. Wenn Sie einmal die echte Carter Family gehört haben, brauchen Sie keine Erklärung mehr, warum die etwas Besonderes war. Das war alles etwas Besonderes. In der Weltwirtschaftskrise der 30er trennten sich AP und Sarah und ließen sich schließlich scheiden. Er war viel unterwegs, sie war viel zu Hause. Ihr lag nicht so viel an der Musik, sie war gern zu Hause. Ich glaube, es hat ihm das Herz gebrochen, weil er Sarah einfach verehrte. Ich glaube nicht, dass er sich je etwas anderes gewünscht hat, als mit ihr zusammen Musik zu machen. Er verlor nicht nur seine Frau. Er verlor seine Bühnenpräsenz und den Teil seines Lebens hatte er geliebt. Er war nun ein tieftrauriger Mann, was weit darüber hinausging, dass sie nicht mehr zusammenarbeiteten. Soweit ich weiß, zahlte Ralph Peer ihnen $50 pro Song und einen halben Cent pro Platte. Und meines Wissens wurden diese Konditionen nie verändert. Natürlich fanden sie das großartig. Wo hatte es das denn schon gegeben, dass man Geld für etwas bekam, das man lieben gern machte, fragten sie sich immer. Na, wissen Sie, vielleicht hätten sie mehr bekommen sollen, das weiß ich nicht. Aber sie haben ja eine Menge bekommen. Es reichte, um sie durch die Wirtschaftskrise zu bringen. Es nährte sie, sorgte für die Kinderkleidung und Schuhe an den Füßen. Und es sorgte dafür, dass Enkelkinder wie ich des Weges kamen. Ralph Peer, ja, den habe ich mal getroffen, der ist mal hergekommen. Wir waren da aber noch klein.
Und da kommt also Ralph Peer mit seinem großen Cadillac an. Und das war noch nicht mal alles. Er hatte da eine Bar drin und alle wollten die sehen. Die kannten ja alle nur selbstgebrannten Fusel. So eine schicke Bar hatten sie noch nie gesehen. Das war für alle ein super Anblick. Aber ohne Ralph Peer wären sie ja ein Nichts geblieben. Wer kommt denn aus New York her und sucht Künstler, die er promoten kann? Aber er hat das gemacht. Nachdem die Carter Family von 1927 bis 1940 in ihrer Originalbesetzung aufgetreten war, machte Maybelle dann eine Solokarriere. Sogar Elvis ist mal mit ihr getourt. In Knoxville hat sie dann einen Gitarristen namens Chet Atkins aufgegabelt und in die Grand Ole Opry gebracht. Und Chet Atkins hat dann ganz Nashville umgekrempelt. Und dann June Carter, Maybelles Tochter, die hat Johnny Cash geheiratet. Das führte dann also zur nächsten Liebesgeschichte. Und dann Junes Kinder. Carlene ist eine erfolgreiche Musikerin, hat Nick Lowe geheiratet. Roseanne Cash ist Liedermacherin, hat Rodney Crowell geheiratet. Sidney Cash hat Marty Stewart geheiratet. Das wird richtig kompliziert. Irgendwann wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Aber das alles verdankt sich der ersten Fahrt zu den Aufnahmen in Bristol, die Johnny Cash mal als den Urknall der Country-Musik bezeichnet hat. Hey, that sound that you hear there. That's the sound of the original Carter family, who were just elected to the Country Music Hall of Fame. The original Carter family were A.P., Sarah, and Maybelle. And tonight, for the first time together in 27 years, were the Maybelle and Sarah Carter. Mama, I've long been a Carter family fan, as you well know, and I'd love to take Uncle A.P.'s part on one of those fine old hymns. We'd love to have you, John. How about that, Aunt Sarah? All right. And my soul is singing in that promised land above. I'll be satisfied. Praising Christ the Savior for redeeming grace and love. I'll be satisfied. Resting in the presence of the Lord, I'll be satisfied. You know, als diese drei Menschen 1927 in ein kleines Auto stiegen und praktisch genau von dieser Stelle hier nach Bristol fuhren, schlug ein Baumwurzeln, der viele Äste bekam und wahnsinnig viel Musik hervorbrachte. Afroamerikanische Spirituals und Gospels haben alle Stile amerikanischer Musik mitgeprägt. In der ersten Welle schwarzer Musiker, deren Songs in den 20ern auf Platte erschienen, fanden sich Dutzende von religiösen Sängern und glühenden Predigern, die ihren Hörern geistlichen Auftrieb gaben und ihnen Freiheit im Lied aufzeigten. Einer dieser Geistlichen war eine mysteriöse Figur namens Elder Burch, der seinen Kirchenchor 1927 nach Atlanta brachte und im Rahmen einer einzigen Session 9 leidenschaftliche Predigten und einen tief bewegenden Choral aufzeichnete. Die Kraft dieser Stimmen zog uns in ihren Bann. Und stachelte uns an, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Wer war Elder Burch?
Unsere erste Anlaufstelle war der heutige Sitz von Victor Records, der Keller des Sony Buildings in New York City. Wir wollten versuchen, möglichst viel über Elder Birch herauszufinden. Wir wussten, dass eine Musik von Victor aufgenommen worden war und Sony, das das Label übernommen hatte, erlaubte mir, mich hier unten im Archiv auf die Suche zu machen. Denn hier lagert alles, was Victor vom Anfang des vorigen Jahrhunderts an bis heute aufgezeichnet hat. Auf diesen Blättern listeten die Toningenieure säuberlich auf, welche Songs gespielt und welche Instrumente verwendet wurden. Hier ist Edith Piaf, Elvis Presley, alle Künstler, die man sich nur denken kann. Hier hätten wir BU. In diesen Ordnern finden sich kleinere braune Mappen. Julie Budd, wer immer das gewesen sein mag. The Buffalo Bills. Bumblebee Slim. The Bummers. Da ist er. Elder J.E. Birch. Hier ist das Originalblatt von 1927, getippt, als Ralph Peer nach Atlanta, Georgia fuhr, um diese Stücke aufzeichnen zu lassen. Das hier ist das Blatt, das am Tag der Aufnahme in die Schreibmaschine des Toningenieurs eingespannt wurde. Und das sind all die Songs, die Birch an dem Tag aufzeichnen ließ. Schauen Sie mal, wie viele das sind. Adresse: Terrell, South Carolina. Vielleicht stammte er daher. Wir fuhren also in eine Stadt, von der wir noch nie gehört hatten, die den Namen schönste Stadt in Dixie trug. Es war Frühling, als wir nach Girard kamen, mit seinen alten Häusern und stillen Straßen voll blühender Bäume. In den letzten 100 Jahren hatte sich hier anscheinend wenig verändert. Wir unterhielten uns in Girard mit vielen Leuten, aber niemand erinnerte sich an Elder Birch. Irgendwann riet man uns, auf der anderen Seite der Eisenbahngleise Ted Bradley zu besuchen, einen der Stadtältesten. Wie haben Sie das denn geschafft? Wir fragten Ted Bradley, ob er Elder Birch auf dem neu entdeckten Foto erkennen würde. Oh, man. Wissen Sie, wie lange das her ist? Das ist 70 Jahre her. 70 Jahre. Kaum jemand weiß etwas über Elder Birch, wirklich, kaum jemand. Er war groß und sah gut aus, würde ich sagen. Er stand da und wiegte sich hin und her, hatte Gamaschen an den immer blitzblanken Schuhen. Er war elegant gekleidet, trug eine Weste mit Goldkette. Oh, das war ein wundervoller Redner. Hey, Jungs, wie läuft's heute denn so? Er sprach einen immer so eloquent an, ja? Er war einfach ein wirklich gut aussehender Mann. Und ich wollte immer so werden wie er. Wir fanden heraus, dass Elder Birch 1876 ein Stück außerhalb von Girard zur Welt gekommen war. Er wurde Terpentinschnitter, reiste nach Mississippi, wurde Pfarrer und Schüler von Edie Smith, dem Gründer der Triumph Church, bei deren Zusammenkünften das Wort Gottes in ekstatischen Erfahrungen als Zungenreden empfangen wird. Als Birch nach Girard zurückkehrte, kaufte er Land und machte einen Laden auf, eine Pension, einen Friseurladen und ein Restaurant. Alles beachtliche Erfolge für einen Afroamerikaner in den Südstaaten jener Zeit. 1924 erbaute er in Girard von eigener Hand eine Kirche, scharte eine eifrige Gemeinde um sich und gründete einen tosenden Chor.
Wir stellen fest, dass die Triumph Church noch steht und treffen uns mit Pastor Donnie Chapman, Elder Birchs heutigem Amtsnachfolger. In the 20s, Triumph Church, Church in den 20ern war die Triumph Church oder die Kirche im Allgemeinen alles, weil alles nach Rassen getrennt war. Die Schwarzen gingen in ihre Kirchen und die Weißen gingen in ihre. Und schwarze Menschen hatten damals nicht viel. Alles, was sie hatten, gab ihnen die Kirche. Sie setzten ihre Hoffnung in die Zukunft und hofften, es würden bessere Tage kommen. Besser als ihre Erfahrungen in der damaligen Gegenwart. Und Elder Birch versuchte, die Welt für uns alle besser zu machen. In the name of the Lord Jesus Christ, our Savior, who came, suffered and died to save us from our sin. Charismatische Prediger wie Elder Birch traten zu einer Zeit auf, als sich in den Südstaaten die Bürgerrechtsbewegung ausbreitete. Die Triumph Church und andere afroamerikanische Kirchen standen im Zentrum des Kampfs um Gleichberechtigung, Würde und Selbstrespekt. Und die Musik wurde zu einem Mittel der Befreiung. Wir sangen die alten Gospels, um die Bürden des Alltags loszuwerden. Die Belastungen der Baumwoll- und Tabakfelder, die ganze schwere Arbeit. Und wenn auf dem Feld zu hören war, wie jemand ein Lied sang, stimmte das ganze Feld ein. Das Lied bewegte sich wie eine Welle über das Feld, wissen Sie? Auf der anderen Seite wurde es aufgenommen. Und nach dem Gesang wurde gesummt. Und dadurch vergisst man die Sonne, die einem auf den Rücken brennt, während man bei 30 Grad auf den Knien Baumwolle pflückt. In der Triumph Church finden wir noch einen weiteren Stadtältesten. Wenn am Sonntagabend in der Triumph Church Gottesdienste abgehalten wurden, und diese Sonntagabende wurden schnell zu den bestbesuchten Gottesdiensten, hörte man das noch ein paar Blocks weiter. Elder Birch gehörte zu den Menschen, die Leute mit der Musik anzogen, die sie spielten. Und viele Leute kamen einfach vorbei, um wieder andere Menschen zu sehen, die religiös ergriffen waren und in der Kirche laut schrien und tanzten. Und wir lauschten dem Gesang und der Musik. Es waren einfach fröhliche Feiern. Viele Leute rümpften über die Sanctified Church die Nase, weil sie ihnen zu locker war. Und weil man bei allem, was die machten, die Sinnlichkeit und Inbrunst spürte. Während Kirchen ihrer Meinung nach gesetzter und sittlicher sein sollten. Meinetwegen. Nur, wie öde ist das denn? Die Inbrunst von Elder Birchs Gemeinde inspirierte die Jugendlichen der Gegend und wir entdeckten, dass einer dieser Jugendlichen später zu einem Giganten der modernen Jazzmusik heranwuchs. Wissen Sie, wer direkt neben Elder Birchs Kirche wohnte? Mein Cousin, Dizzy Gillespie. Ich lese Ihnen mal einen Abschnitt aus Dizzys Autobiografie vor. Wie die meisten schwarzen Musiker bezog ich einen Gutteil meiner frühen Inspiration, besonders was Rhythmus und Harmonie anging, aus der Kirche. Die Sanctified Church war nur ein paar Häuser von uns weg. Ihr geistliches Oberhaupt war Elder Birch. Die ließen mindestens 4 Rhythmen parallel laufen. Und wenn die Gemeinde einstimmte, kamen noch mehr dazu. Füße stampfen und Hände klatschen. Und die Menschen wurden vom Heiligen Geist ergriffen und sprangen auf dem Holzboden auf und ab, was dann wie eine Trommel klang. Sogar Weiße kamen vorbei, blieben draußen in ihren Autos sitzen, um mitzuerleben, wie der Heilige Geist drinnen von den Menschen Besitz ergriff. Alle brüllten, fielen in Ohnmacht, stampften. Der Rhythmus der Sanctified Church packte mich wie jeden anderen, der Kirche nahe kam.
Leute wie Aretha Franklin und James Brown haben dem Beat der Sanctified Church alles zu verdanken. Meine ersten Erfahrungen mit Rhythmus und spiritueller Entrückung machte ich, als ich Sonntag zu Elder Birch in die Kirche ging. Und dem bin ich immer treu geblieben. Wenn man diese Musik hört, dann hört man Triumph. Sie wohnten nur ein Stück die Straße hoch hinter der Kirche und hörten jeden Ton, jeden Beat, jeden Trommelschlag. Er hörte das alles, wenn er im Bett lag. Diese Platte wurde in den 20ern von Elder Birch aufgenommen und beeinflusste viele Menschen in Girard und Umgebung. Es ist schon erstaunlich, wie die Mitglieder vom Triumph Church Choir, die über die ganze USA verstreut leben, hier in Girard zusammenkommen, um im Gedenken an Elder Birch zu singen. Wir begrüßen Sie alle in unserer wunderschönen Stadt Girard, hier in South Carolina, in einer Kirche, die Elder John Birch in den 20er Jahren erbaut hat. Back in the 1920s. Amen. Amen. You know, in Psalms 149, in Psalm 149 heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied. Singt ein neues Lied. Und er sang das Lied, ich will dem Herrn singen. Mein Herz singt und lobt den allmächtigen Gott. Amen. All right. I'm sanctified with the Holy Ghost. With the Holy Ghost, my heart keeps singing all the come through there picking a guitar called Charlie Patton, and I liked it, it sounds.
every night that I'd get off for work, I'd go over to his house and he'd learn me how to pick the guitar. Then I went to playing from there. There's a little boy, keep moving in the Indian, Lordy. Playing too cotton and you won't get a heaven stand on it. Oh, we'll go, we'll quiet your little hole on it. Oh, we'll need a white whiskey down on it. Oh, we'll tell the wife, let's take this for it. Patton war eine mythische Person. Seine ersten drei Platten wurden unter drei verschiedenen Namen veröffentlicht. Charlie Patton, Elder J.J. Hadley und The Masked Marvel. Es gibt keine Filmaufnahmen von ihm und nur ein gesichertes Foto. Patton verbrachte sein Leben in einer Plantagenkultur, die sich seit dem 19. Jahrhundert kaum verändert hatte. H.C. Spear, der Inhaber eines Plattenladens in Jackson, Mississippi, war von Pattons unverfälschten Songs so begeistert, dass er in einem improvisierten Studio Probeaufnahmen machte. Mein Name ist H.C. Spear. Ich habe das erste Aufnahmestudio für Probeplatten eröffnet. Das war 1926. Und ich habe Probeaufnahmen von Patton gemacht. Der war gut. In der Regel kamen die begabtesten Bluesänger aus dem Mississippi-Delta. Das lag daran, dass sie so ein schweres Leben hatten. Das spornte sie an, sich im Blues auszudrücken. Charlie Patton gehörte definitiv zu den besten Musikern, die ich je hatte. Und seine Platten wurden Bestseller. Charlie Pattons Songs waren oft sehr persönlich und schilderten sein hartes Leben. In High Water Everywhere erinnert er sich an die Verwüstungen der Mississippi-Überflutung im Jahr 1927. It was 50 minutes till I saw the thing and drowned. Oh, Lord, when it's gone and down. Oh, when it's gonna take him down. Lord, help me. I couldn't see nobody home. For no one to be found. Die Bedeutung von Charlie Patton lässt sich überhaupt nicht hoch genug bewerten. Charlie war eine Naturgewalt mit einer unglaublichen Stimme. Wenn Sie sich seine Musik genau anhören, dann hören Sie darin eine Art Kanter. Sie schauen diese Leute an und fragen sich, okay, was macht der Typ eigentlich den ganzen Tag lang? Er hat zwei Maultiere und die trotten auf dem Feld hin und her und pflügen. Anders ging das nicht. Traktoren gab es nicht. Und das ist alles in seine Musik eingegangen. Charlie Patton lebte auf einer riesigen Plantage namens Dockery Farms. Wie ein Gutteil der schwarzen Bevölkerung im Delta zog seine Familie später in den Norden. Aber wir sind mit zwei jungen Verwandten von ihm zurückgekommen, um sie ihre Herkunft erkunden zu lassen. Sie waren zum ersten Mal in Dockery. Mein Großvater John Cannon kam auf dieser Plantage zur Welt und hat mir erzählt, ich hätte einen berühmten Onkel, der den Blues erfunden hat. Meine Tante Bessie hat gesagt, Charlie Patton wäre der perfekte Entertainer gewesen. Bei ihr klang das so. Er konnte mit dem Mund Gitarre spielen, mit den Händen, hinter dem Rücken. Er konnte dabei kriechen, auf dem Boden liegen, verschiedene Nummern auf der Bühne nachspielen. Er war eine ganze Band in einer Person.
Wenn ich mich hier in Dockery jetzt umsehe, komme ich mir ganz klein vor. Wenn ich mir sage, dass eine Frau, die ich kenne und liebe, als Kind auf dieser Plantage Baumwolle gepflückt hat. Wenn ich mir sage, dass Tausende von Afroamerikanern gegen ihren Willen versklavt wurden und am Rande des Existenzminimums Farmarbeit leisteten. Ich bekomme ganz neue Einblicke und ich bin wirklich dankbar, dass meine Vorfahren diese Kämpfe und Opfer auf sich genommen haben. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass Sie hergekommen sind und ich Sie kennenlernen kann. Denn als ich hier angefangen habe, hatte ich keine Ahnung, wie wichtig Charlie Patton einmal werden würde. Um die Jahrhundertwende haben die Arbeiter eine 20 Kilometer lange Eisenbahn von Dockery nach Boyle gebaut. Von da an konnten Züge Nahrungsmittel herbringen und die Leute am Leben halten. Und sie brachten die ganzen Bluessänger her. Damals gab es keine Ventilatoren, kein Strom, kein fließendes Wasser, gar nichts. Also hörten sie die ganze Woche auch nichts, außer vielleicht den Wind in den Baumwipfeln. Und urplötzlich kamen mit dem Zug diese ganzen Typen an. Können Sie sich vorstellen, was die auslösten? Sie hatten die ganze Woche lang geschuftet und plötzlich, wow, da tauchten Leute auf, die laut und ordinär akustische National-Gitarren aus Metall spielten. We got a letter this morning. I rang it red. Said, hurry, hurry, girl. Your love is dead. We got a letter this morning. I rang it red. You say, hurry, hurry. Cause the girl you love is dead. Well, they crammed up his suitcase, took off down the road. When he got there, she was laying on a cooling board. He grabbed up his suitcase and he took out down. Die Lebensmittelausgabestelle von Dockery, in der wir jetzt sitzen, zog viele Leute wie Son House an. In den 20ern und 30ern kamen alle möglichen Bluessänger her, weil sie hier vor diesen isolierten Menschen singen konnten. So hatten sie immer ein hingerissenes Publikum. Die damalige Realität sah so aus, dass man als Kleinpächter Tag für Tag sehr hart arbeitete. Musik war da eine Abwechslung, eine Pause in dieser ununterbrochenen Schwerarbeit. Dockery gilt als Geburtsstätte des Blues, weil es hier zur Aus- und Weiterbildung kam. Howlin' Wolf kam mit 10 Jahren her, einer der größten Bluesmusiker aller Zeiten. Aber als er hier ankam, konnte er mit einer Gitarre noch gar nichts anfangen. Charlie hat ihm das erst beigebracht. Robert Johnson kam hierher, heute einer der besten Blues-Gitarristen überhaupt. Sie alle sind bei Charlie in die Lehre gegangen. Auch Honey Boy Edwards hat hier gespielt, wahrscheinlich einer der letzten ursprünglichen Bluessänger. Diese bislang unbekannten Aufnahmen zeigen das älteste gefilmte Konzert eines Musikers in Dockery. Honey Boy Edwards an einer Straßenecke im Jahr 1942. Lord to heaven when I'm down, I'll be the same way when I ride. Cause I can see my woman, baby, Lord, she's standing on the other side. Lord, I'm watching New York City, baby, now, now. Clean that gutter, old Mexico. Bei unserem Interview war Honey Boy 91 Jahre alt. Einer der letzten Musiker, die Charlie Patton noch direkt erlebt haben. Ich heiße Honey Boy Edwards und ich wurde 1915 in Shaw, Mississippi, geboren. Ich spiele Gitarre. Mein Vater spielte Gitarre und Geige, meine Mutter spielte Mundharmonika. Und ich heiße Honey Boy Edwards und das ist egal, das bin ich. Charlie Patton war Indianer. Er kleidete sich sorgfältig und kämmte seine lockigen Haare zur Seite. Ja, der hatte immer schöne Frauen. Ich bin mit ein paar von ihnen gegangen.
Charlie Patton wurde der Gründer des Deltas genannt. Er war damals ein guter Bluesmusiker. Seinen Namen kannte man im ganzen Delta. Er hat bei Tanzveranstaltungen im ganzen Land gespielt. Der 96-jährige Homesick James kann sich noch lebhaft an Charlie Pattons Konzerte erinnern. Das erste Mal habe ich Charlie Patton bei einem Picknick gesehen. Da habe ich nur gesehen, wie Staub aufgewirbelt wurde. Das war Charlie Patton, der den ganzen Krach gemacht hat. Charlie war echt eine Marke. Aber hallo. Der hat sich beim Spielen auf dem Boden gewälzt. Der hat die Gitarre hinter dem Rücken getragen und mit den Füßen den Staub aufgewirbelt. Der Mann war ein erstklassiger Entertainer. Charlie hat viel Whisky getrunken, jede Menge weißen Whisky. Und er hat seine eigenen Tanznummern abgebrochen, hat einfach aufgehört zu spielen und Streit vom Zaun gebrochen. Wenn er Gitarre gespielt hat und jemand kam an und hat gesagt, suchst du Streit, dann hat er aufgehört zu spielen. Charlie ist 1934 gestorben. Er ist in Holly Ridge in eine Schlägerei geraten und jemand hat ihm ein Messer über die Kehle gezogen. 2 Jahre nach Pattons Tod mischte Robert Johnson seinen Stil mit den jüngsten Sounds aus Chicago und St. Louis und produzierte die berühmtesten Delta-Blues-Aufnahmen aller Zeiten. Auch er wurde von H.C. Spear entdeckt und gilt heute als Ahnherr des Rock'n'Roll. Sein engster musikalischer Erbe war sein Stiefsohn, der heute 91-jährige Robert Lockwood Jr. With 2 lights on behind, when the train pulled away from the station, with 2 lights on behind, the blue light was my blue, and the red one was my mind, all my love. Oh, that was one of Robert Johnson's tunes. And the name of it is Love in Vain. Wann haben Sie diesen Song kennengelernt? Ach du meine Güte, das ist wahnsinnig lange her. Den Song habe ich gelernt, da war ich vielleicht 16. About 16. Wer hat ihn Ihnen beigebracht? Robert Johnson? Robert Johnson, ich habe ihm echt Stress gemacht. Er hat mir alles ungefähr 2-mal gezeigt und ich bin der Einzige, der seine Sachen spielen kann. Praktisch jeder andere vermurkst sie. Die stapeln die Töne einfach übereinander. Stapeln sie einfach übereinander. Singen können die wenigsten. Die können nicht singen, nur spielen. Die haben nie mit einem Maultier gepflügt. Und das bildet die Stimme aus. Verstehen Sie, die haben nie ein Maultier angebohlt. Ja, da lernt man, wie das geht. Dann spricht man. Charlie Patton konnte seine musikalische Erfahrung und das weitergeben, was sie repräsentierte. Ein Mensch auf einem Podium repräsentierte ein ganzes Milieu unterprivilegierter Afroamerikaner, vom Wahlrecht ausgeschlossener Afroamerikaner. Afroamerikaner, denen in diesem Land die Chancengleichheit verweigert wurde. Ich glaube, die ganzen Transformationen, die der Blues erfahren hat, zum Rock'n'Roll und heute zum Hip-Hop, das alles war eine Metamorphose und ein Höhepunkt der afroamerikanischen Erfahrung, die ihre Wurzeln in der Sklaverei hatte. Und wir haben immer Mittel und Wege gefunden, unser Schreien in Musik zu artikulieren. Then you
you gonna be sorry that you treated poor me this way. In den Jahren nach Charlie Pattons Tod veränderte sich das ganze Mississippi-Delta. Die Arbeit wurde mechanisiert und statt Maultieren und Menschen kamen Traktoren zum Einsatz. Ein Mann mit einem Traktor schaffte genauso viel wie 100 Männer mit Maultieren. Das veränderte die Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung und die Menschen zogen weg. Kleinpächter, Maultiertreiber und Baumwollpflücker zogen in einer Völkerwanderung über den Highway 61 nach Norden in Industriestädte wie Chicago und Detroit. Sie nahmen nur wenig Besitz mit, ihre Geschichten und ihre Musik. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Einfluss von Charlie Patton reichte. Er beeinflusste die erste Generation von Musikern aus dem Delta, Leute wie Muddy Waters, B.B. King und John Lee Hooker, aber auch noch die jüngeren Delta-Musiker wie Robert Lockwood. Am deutlichsten trägt aber Howling Wolf seine Handschrift. Wolf sagt klipp und klar, er ist zu Patton rüber und Patton hat ihm seine Melodien vorgespielt und ihm gezeigt, wie man sie spielt. Das kriegt man nicht hin, wenn man nicht neben ihm gesessen hat. Man musste die Möglichkeit haben zu sehen, wie er sie Abend für Abend spielte. Und man brauchte viele solche Abende. For several every night. If you see me running, I'll come streaking by. You better run, boy. If you see me running, I'll come streaking by. She got a bad old man. I'm too young to die. Wenn Sie sich die frühen Sachen von Wolf anhören, dann hören Sie darin Patton. Aber Wolf hat sie für eine neue Generation aufbereitet und weiterentwickelt. An der zerklüfteten Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten hat sich in Jahrhunderten der Konfrontation und Kooperation eine gemischte Kultur herausgebildet. 1928 kam Tommy Rockwell nach San Antonio, ein Scout für OK Records. Er suchte Künstler, die für den wachsenden spanischsprachigen Markt attraktiv waren. Er gab in der spanischen Lokalzeitung La Prensa ein Inserat auf und lud Musiker zum Vorspielen ein. Unter den Gruppen, die sich daraufhin meldeten, fand sich auch eine Familie von Wandermusikern. Francisco und Leonor Mendoza mit ihren Töchtern Maria und der 12-jährigen Lydia, die Mandoline spielte. Wir dachten, in allen Familien würde die Großmutter singen. Wie wichtig sie als Künstlerin war und wie viele Fans sie hatte, ging mir erst auf, als wir älter wurden. Lydia war 1916 im texanischen Houston geboren worden. Sie hatte 7 Geschwister, eine hochmusikalische Familie, die ihre eigene Carpa oder Truppe entwickelte, eine Familienband. Das ist eine Art mexikanische Zigeunerkapelle. So finanzierte sie sich und ermöglichte ihr Überleben. Lydia Mendozas Vater war anscheinend nicht besonders sympathisch. Er trank und war immer wieder arbeitslos. Und zu seiner Familie war er anscheinend auch nicht besonders nett. Zumindest hat sie das mir gegenüber mal angedeutet. Der Vater, die Mutter, Lydia und ihre kleine Schwester waren jedenfalls Straßenmusikanten. Rockwell nahm 11 Stücke der Gruppe auf, die sich nach einer beliebten Biersorte Quartetto Carta Blanca nannte. Nach den Aufnahmesessions nahmen die Mendozas ihr altes Leben wieder auf, musizierten für Trinkgelder und jobbten als Wanderarbeiter. Meines Wissens reisten sie nach Mexiko oder an der Grenze lang und machten Musik für die Wanderarbeiter. Obwohl sie in Houston zur Welt gekommen war, wurde Lydia wegen ihrer dunklen Haut und des mexikanischen Akzents von den Grenzbeamten der USA drangsaliert. Für die Amerikaner gehörten die Mexikaner damals einer Subkultur an und so wurden sie auch behandelt.
Sie tauchten ihre Haare in Benzin, damit sie keine Läuse ins Land schleppten. Das habe ich noch von meiner Mutter so erzählt bekommen. Aber sie gaben nicht auf. 1934 hatte sich die Familie Mendoza in San Antonio niedergelassen und machte Straßenmusik an der Plaza de Zacate. Ein örtlicher Radiomacher namens Manuel J. Cortez wurde von Lydias Stimme in den Bann geschlagen und lud sie zu einem Gesangswettbewerb in seine Radioshow ein. Sie gewann mit 35.000 Stimmen Vorsprung. Die Bluebird Record Company wurde auf sie aufmerksam und arrangierte im Texas Hotel eine Aufnahmesession. Mit Lydia wurden 6 Platten aufgenommen, darunter ein leidenschaftlicher Tango über einen hartherzigen Mann, Mal Hombre. Era una chiquilla todavía, cuando tú casualmente me encontraste, y a merced a tus artes de mundano, de mi honra el perfume te llevaste, lo que hiciste conmigo, lo que todo. Das war nicht nur ein Song, es war ein herzzerreißendes 3-Minuten-Drama von Liebe und Verrat. Es ist gewissermaßen die mexikanische Norteño-Version von House of the Rising Sun. Eine junge Frau wird von einem Mann Leid angetan, sie findet sich schwanger oder ist anderweitig kompromittiert. Und für Lydia war das der Song, der für ihren kometenhaften Aufstieg sorgte. Und zu Recht. Es war eine überragende Leistung. Mal Hombre war ein Riesenerfolg und machte Lydia Mendoza im ganzen Südwesten zum Star. Hier in San Antonio war sie die einzige Frau, die eine 12-seitige Gitarre spielte. Ich habe sie in ihrem Zimmer üben gehört und sie hat echt stark gespielt. Lydia Mendoza verlor nie das Publikum aus den Augen, das sie in ihrer Jugend unterstützt hatte. Und sie wurde als La Cancionera de los Pobres bekannt, die Sängerin der Armen. Sie sprach und sang über das, was die Menschen damals dachten und lebten. Und die meisten waren arme Menschen, Wanderarbeiter. Sie wurde deren Stimme. Vieles ging auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, die Liebschaften ihres Lebens. Und es war sagenhaft, wie sie die Menschen erreichte, die genau wie sie besondere Menschen in ihrem Leben hatten. Das sprach sie an. In der damaligen spanisch-mexikanischen Kultur war es für eine Frau sehr schwer, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber sie schaffte diese Eigenständigkeit. Sie boxte sich durch. Lydia Mendozas Platten verkauften sich auch auf dem Höhepunkt der Depression. Ungefähr bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entschied sie aber, eine Auszeit zu nehmen und eine Familie zu gründen. Nach der Heirat bekam Oma Mom, Yolanda und Tante Nora und sie verabschiedete sich von der Musik. Ein paar Jahre lang war sie Hausfrau und Mutter. So ist unsere Kultur, sehr familienbezogen und liebevoll. Ja, ich würde sagen, die Familie stand an erster Stelle. Nach dem Krieg nahm Lydia Mendoza das Tourneeleben wieder auf und produzierte neue Platten. Danach produzierte sie noch über 200 Songs und wurde der ganzen mexikanischen und spanischen Welt ein Begriff. Man kannte ihre Musik auf der ganzen Welt und besonders in Südamerika und Kanada. Und durch ihre Musik kam sie sehr weit herum. 1977 wurde sie eingeladen, bei der Amtseinführung von Präsident Carter aufzutreten. Sie war herrlich. Sie wohnte bei mir, als sie zu Carters Amtseinführung herkam. Und ich habe heute noch den Schal, den sie damals vergessen hat. Und als sie berühmt war, wurde immer mehr anerkannt, welchen Beitrag zur Kultur sie leistete. 1999 zeichnete Präsident Clinton sie mit der National Medal of Arts aus. With the artistry of her voice and the gift of her song, she bridged the gap between generations and culture. Lydia Mendoza is a true American pioneer, and she paved the way for a whole new generation of Latino performers who today
are making all Americans sing. Neben ihr saßen Steven Spielberg, Aretha Franklin und andere. 2013 brachte der United States Postal Service eine Gedenkbriefmarke mit ihrem Bild heraus. Der erste Tejano-Superstar und ein Nationalheiligtum. Es tu alma que no tiene nombre. Wie viele Menschen können das von sich sagen, dass ihnen erst die Haare an der Grenze in Benzin getaucht wurden und dass sie später vom Präsidenten der Vereinigten Staaten für ihr Lebenswerk gewürdigt wurden? Ich glaube, eine solche Geschichte kann sonst niemand auf der Welt vorweisen. A mi triste destino abandonada entablé fiera lucha con la vida. Ella recia y cruel me torturaba. Yo más débil al fin caí vencida. Tú supiste a tiempo mi derrota. Mi espantoso calvario conociste. Te dijeron algunos voy a salvarle. Y probando quién eres, te reíste. John Henry was a steel driving man. Yes, he went down. Well, he went down. And carry it to my captain. Oh, tell him I'm gone. Won't you tell him I'm gone? I learned to play guitar. I had no teacher. I was just an 8-year-old boy. I'd go in and go to bed, but I wouldn't go to sleep. I kept thinking I'd get the guitar. I kept on at that till I learned to play one number. Die Odyssee von Mississippi John Hurt, von seiner ersten Entdeckung in den 20er Jahren bis zu seiner Wiederentdeckung in den 60ern, ist die Saga des amerikanischen Epos im Kleinen. Im verwaisten Weiler Avalon in Mississippi treffen wir uns mit John Hurts Enkeltochter Mary Frances Hurt vor dem kleinen Blockhaus, in dem er einst wohnte. Wenn ich Avalon erwähne, heißt es, da ist doch nichts. Da ist doch nur noch das Ortsschild. Aber ich erinnere mich noch, wo meine Eltern gewohnt haben. Ich erinnere mich an alle Familien, die da gewohnt haben. An den Laden, den es da mal gab. An die Entkörnungsmaschine für Baumwolle. An alles. Es gab diese Stadt. Sie war echt. Und echte Familien, echte Menschen wohnten da. Es war ein winzig kleines Dorf mit 3 Lebensmittelläden, wobei die nicht nur Lebensmittel verkauften, sondern alles, von Pflugscharen bis zu Maultieren. In meiner Kindheit wohnte er über dem Laden. Er stand immer neben dem Briefkasten, als warte er auf jemanden, der den Hügel hochkam. Und er hatte immer so ein strahlendes Lächeln. Sein Lächeln war wie ein Teich, in den man einen Kieselstein geworfen hat. Die Wellen breiten sich immer weiter aus. Es war herrlich. Die Leute nannten ihn Mississippi John Hurt. Aber für mich war er Daddy John. Der Laden hier war ein Treffpunkt, besonders am Samstagabend. John Hurt spielte dann stundenlang, machte Musik drinnen im Laden und hier draußen auf der Veranda. Als er anfing, Platten aufzunehmen, machte das alle hier einfach glücklich.
1928 reiste Tommy Rockwell, ein Produzent bei OK Records, zusammen mit seinem Assistenten Bob Stevens nach Memphis, wo sie neue Künstler suchten. Das hier sind Bemerkungen von Bob Stevens, dem Toningenieur, der 1928 zusammen mit Tommy Rockwell in Memphis war. Tommy Rockwell und ich kamen auf unserer Expedition nach Memphis, wo wir schon ein paar Gruppen aufnehmen wollten. Tommy sagte, er würde sich drum kümmern und schlug vor, ich solle ins Mississippi-Delta fahren und schauen, ob ich schwarze Musik auftreiben könnte. Und er würde auf der Suche nach Hillbilly-Musik ins Landesinnere fahren. Mr. Stevens fährt fort. Dabei hörten wir immer wieder von einem wilden Blues-Sänger namens Mississippi John Hurt und machten uns schließlich auf die Suche nach ihm. Das war vielleicht schwierig. Endlich standen wir spät abends vor seiner Hütte. Wir mussten die Scheinwerfer auf seine Tür richten, damit wir überhaupt klopfen konnten. Der Mann kam an die Tür und wurde kreidebleich, als er uns sah. Er dachte, wir wären ein Lynchmob. Wir erklärten ihm, wer wir waren. Er bat uns ins Haus und warf noch drei Scheiter aufs Feuer. Dann holte er seine Gitarre und fing an zu singen. Er war großartig. Wir ließen ihn also nach Memphis kommen, nahmen ein paar Stücke mit ihm auf und dann verschwand er wieder. Er verschwand mitnichten. In Memphis nahmen Tommy Rockwell und Bob Stevens John Hurt im McCall Building auf. I went down to the corner saloon, didn't go to be gone long. She peeped through the keyhole of the door, spied out with an Alice's arm. He's my man, and he done me wrong. Frankie beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1899. Albert Britt wurde von seiner Geliebten Frankie Baker erschossen, die ihn mit einer anderen Frau im Bett erwischt hatte. Unter dem Titel Frankie and Johnny wurde das Stück ein Evergreen, der von Jimmy Rogers, Bob Dylan, Stevie Wonder und Elvis Presley gesungen wurde. Aber John Hurt sang eine frühere Version, die näher an der Wahrheit blieb. Frankie shot Albert, and she shot him three or four times. Says, throw back, I'd smoke him a gun, let him see his Albert dying. He's my man, and he done me wrong. Nach den Aufnahmen fuhr John Hurt nach Avalon zurück. Ein paar Wochen später bekam er die fertige Platte mit der Post. Das Problem war nur, er hatte nichts, worauf er sie abspielen konnte. Er bat also die Frau, auf deren Land er als Kuhhirte arbeitete, ob sie so nett wäre, ihm die Platte vorzuspielen. Sie sagte, meinetwegen, John, bleib du hier draußen vor der Fliegengittertür und ich kurbel das Grammophon für dich an, dann kannst du es hören. Danach gab sie ihm die Platte zurück und sagte, das bist doch du auf der Platte, richtig? Annie Cook ist die Tochter jener Frau und sie erinnert sich an den Tag. Wir hatten so ein altmodisches Victrola, das man ankurbeln musste. Es war unglaublich, ungefähr so wie unser erstes Auto. So aufregend. Something like that was then. Frank and the judge walked down the stand. They walked out side to side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified. Killing a man, and he done you wrong. Ist das nicht schön? Ich finde ja. Bald darauf bekam John Hurt einen Brief von Tommy Rockwell, in dem der ihn bat, zu weiteren Aufnahmen nach New York City zu kommen. Dort nahm er einen seiner beliebtesten Songs auf, Candyman. Well, all you ladies all gather round, that good sweet candy man's in town. It's the candy man, it's the candy man. Just 9 inches long. He sells his fat as a hog and chew his cone. It's the candy man. It's the candy man. Voller Heimweh und in der Großstadt verloren komponierte Hurt den Avalon Blues. Eine tief empfundene Hommage an seine Heimatstadt. At New York this morning, just about half past nine. Thought of my morning album. Hurt kehrte nach Avalon zurück, verdingte sich als dies und das und wartete auf Nachrichten von OK. Aber dann kam die Depression und die ganze Plattenbranche geriet in die Krise. Hurt schrieb dem Unternehmen in New York und bot an, neue Platten aufzunehmen. Seine Briefe blieben unbeantwortet. 35 Jahre lebte er von der Hand in den Mund, mal als Kleinpächter,
mal als Kuhhirte und wenn er Musik machte, dann nur für Verwandte und Nachbarn. In den 50ern waren die Platten von Mississippi John Hurt vergessen. Nur ein kleiner Kreis von Sammlern suchte in Ramschläden noch nach seinen ramponierten 78ern. Er hatte 20 Songs für OK aufgenommen. 7 dieser Songs haben sich nie wieder angefunden. It's the Candyman. Archivare wie Michael Brooks haben ihr ganzes Leben darauf verwendet, die noch existierenden Masterplatten zu finden, die auch Matrizen genannt werden. Diese Matrizen sind ein Teil der Geschichte, denn die Musik spiegelt, was in einem Land und was in der Welt geschieht. Und das hier ist amerikanische Geschichte. Von diesen Masters wurden Hunderttausende hergestellt. In der Weltwirtschaftskrise wurde Metall eingeschmolzen und verkauft. Ein Schlager von 1926 bedeutete 1934 nichts mehr. Der konnte weg. Die Restbestände wurden im Zweiten Weltkrieg dann abermals dezimiert. Und das war viel gravierender, denn jetzt war alle Welt auf der Suche nach Altmetall. Alles wanderte in die Rüstung. Ein Louis Armstrong, eine Carter Family, ein Jimmy Rogers, alles wurde eingeschmolzen, der Regierung gegeben und in Massenvernichtungswaffen verwandelt. Man muss sich mal vorstellen, dass ein Mississippi John Hurt vielleicht über Deutschland abgeworfen wurde. In den 50er Jahren veröffentlichten kleine Plattenlabel Vinylsammlungen seltener Aufnahmen von nahezu vergessenen Künstlern wie Bascom, Lamar, Lunsford, Sleepy John Estes und Mississippi John Hurt. Das ist ein Exemplar der berühmten Anthology of American Folk Music von Harry Smith. Sie erschien bei Folkworth Records. John Hurt war auf der Platte mit 2 Songs vertreten. Bald darauf zogen abenteuerlustige Plattensammler in den Süden und suchten die Künstler, die diese kostbaren 78er aufgenommen hatten. Aber Mississippi John Hurt schien völlig vergessen und kaum jemand gab sich der Hoffnung hin, er könne noch am Leben sein. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Avalon want me there all the time. Dann hörte ein Sammler namens Dick Spotswood eines Tages eine seltene Aufnahme von Avalon Blues. Es gab einen Titel von John Hurt, von dem auch wir hartgesottenen Hurt-Fans der späten 50er nie gehört hatten. Und dann hörte ich den Text Avalon is my hometown, it's always on my mind und habe mich gefragt, ob es in Mississippi vielleicht einen Ort namens Avalon gibt. Ich habe im Atlas nachgeschlagen und siehe da, Avalon existierte. Der Blick auf die Karte machte allerdings auch schon klar, dass es ein winziges Kaff sein musste. Als ein Freund beschloss, 1963 zum Mardi Gras nach New Orleans zu fahren, habe ich mir die Karte nochmal angesehen und gesagt, Avalon in Mississippi ist kein großer Umweg, wollen wir nicht mal fragen, ob da jemand von John Hurt gehört hat? Er hat mitgemacht und gleich der Erste, den wir gefragt haben, hat uns den Weg zu John Hurts Haus beschrieben. Er fragt, haben Sie diesen Song aufgenommen? Und er, ja. Und Spotswood, können Sie ihn spielen? Und Daddy John hat gesagt, klar, wenn ich eine Gitarre hätte. Und der Mann hatte eine Gitarre dabei. Und Daddy John spielte ihm den Song vor. Und er dann so, wissen Sie eigentlich, wie berühmt Sie sind? Und Daddy John sagte nur, nö. Sagt einfach nur, nö. Er hatte keine Ahnung. Dick Spotswood überlegte, wie er John Hurt am besten einer neuen Hörerschaft vorstellen könne. Und schaffte es in letzter Minute, ihn 1963 als Höhepunkt auf dem Newport Folk Festival unterzubringen. Dick Spotswood. I've been asked to say a few words about John, so I'll make it brief as possible so you can hear him play himself. When we found him this spring, he hadn't played guitar for years, but he picks it up now and plays like a champ. It's been quite a while since I did any of this, and I'm real happy to be with y'all. You know, I can't help but be happy. I remember doing much of this. Why? I was with the OK Company, record for them 28 and 29. So, Spotswood discovered me down in Howell, Mississippi. Why, I thought it was real funny. I said, why? What if I did? Here's the FBI looking for me. I ain't did. First little number I'll do it. It's
stag of leaves. Everybody, but Cruel Staggerly, that bad man, old Cruel Staggerly. John Hurt war der Überraschungserfolg des Festivals und beflügelte eine ganze Generation, darunter auch den jungen Taj Mahal. Als ich John Hurts Musik das erste Mal hörte, war das, als hätte ich mein Leben lang auf ihn gewartet. Er war quasi der musikalische Großvater, den ich gesucht hatte. Er hatte einen anderen Schlüssel zum musikalischen Universum. Ich habe mir wahnsinnig Mühe gegeben, so zu spielen wie er. Aber dann gibt es auch Stücke wie Louis Collins. Louis Collins behandelt etwas, das in seiner Nähe passiert war. Louis Collins war in einen Streit geraten und erschossen worden. Und John schildert das nicht als Rauferei an der Bar, sondern aus der Sicht der Mutter. Mrs. Collins weinte, Mrs. Collins trauerte um Louis Collins, der tot und begraben war. Die Engel hatten ihn mitgenommen. In dem Song liegt John Hurts ganze Sanftheit. Der Plattensammler Ken Sverilis hat John Hurt gefilmt, als er in einem kleinen Club in Los Angeles Louis Collins gespielt hat. Es ist das einzige erhaltene Farbfilmmaterial von einem seiner Konzerte. Miss Collins weep, Miss Collins moan, to see her son Louis leaving home. The angels lay him away. Oh, the angels lay him away. They laid him 6 feet under the clay. The angels lay him away. Diesen Ort, den Klang und die Schönheit von all dem hier, das liebte er einfach. Er kam früh morgens her, einfach um die richtigen Sonnenstrahlen zu sehen. Und dann hatte er einen Herzinfarkt. Davon hat er sich nicht mehr erholt. Auch wenn das für mich eine Tragödie war, würde ich sagen, dass er so gestorben ist, wie er geliebt hat. Und hier liegt er begraben. Er ist zu Hause. Daddy John ist zu Hause. John Henry was a steel driving man. Well, he went down. This is the hammer that killed John Henry. But it won't kill me. It won't kill me. It won't kill me.
was a steam driving man. Oh, he went down. Well, he went down. Well, he went down.